So, damit ihr auch mal seht, dass bei mir nicht immer alles glatt läuft. Wir haben jetzt 4.30 Uhr. 4.30 Uhr. Ich konnte heute überhaupt nicht schlafen. Gestern Abend gab es Sushi. Das habe ich heute gemerkt. In der Nacht. In den Blick auf. Trockenen Mund. Mir war heiß. War alles ein wenig off. Für mich ziemlich bad jetzt. Ja, aber ich wäre nicht ich oder wir wären nicht wir, wenn wir jetzt um 4.30 Uhr den Arbeitstag starten. Dafür ist eine Sache bitter notwendig. Monster. Monster-Ideen. Das gibt's jetzt mal. Ran an die Arbeit. Oh, ich sag's euch. Heute ist ganz, ganz wild. Wir haben 8.30 Uhr. Der Großteil der Check-ins sind durch. Es stehen noch ein paar auf der Agenda und ich habe jetzt gerade, ja, ich weiß, ja, Baby, ich habe die auch sehr lieb. Ich habe jetzt gerade noch ein Feedback gemacht von einer Athletin von mir, die derzeit ein eher, man würde meinen, turbulentes Leben hat. Und wir sind ja, wir Bodybuilder, wir Athleten und Athletinnen, immer so gestrickt, dass wir unsere Routinen über alles lieben. Routinen, geregelte Abläufe, das ist eigentlich für uns das Allerschönste. Ja? Und einfach unsere Bodybuilding-Strategien immer wieder fortwährend umzusetzen. Jetzt hat er keine Lust mehr auf mich. Es ist aber doch so, dass das Leben nicht an einem vorbeigeht. Also das Leben ist mehr als nur Bodybuilding und nur Routinen. Und das muss man sich allein gestehen. Und bei den routiniertesten Personen und Athleten und Athletinnen passieren Dinge im Leben, die einen halt ein bisschen aus der Routine rausbringen. Lebensumstände, Umzüge, soziale Occasions. Ja, das ist komplett normal. Und ein Leitspruch, den ich seit mehreren Jahren immer wieder sage, ist, dass ich ein riesengroßer Fan davon bin, um Bodybuilding langlebig zu gestalten, Bodybuilding ins Leben zu integrieren und nicht das Leben in Bodybuilding zu integrieren. Weil wir sind alle, also die meisten von uns, keine Fulltime-Bodybuilder, die nur damit ihr Geld verdienen, sondern die Realität schaut halt so aus, dass wir Bodybuilding machen, weil wir Bodybuilding lieben, ja, und das ein wichtiger Bestandteil von uns ist, aber wir trotzdem zu jedem einzelnen Zeitpunkt halt Prioritäten setzen müssen und schauen müssen, wie kann man Bodybuilding halt bestmöglich ins Leben integrieren, ja, und das muss man sich halt immer wieder vor Augen halten. Und da wird es halt manchmal so sein, dass man hier und da auf seine Routinen ausbrechen muss und ein bisschen flexibler sein muss, oder es wird manchmal so sein, dass man extra Rest Day einschieben muss oder sonst irgendwas, und das ist überhaupt nicht schlimm, weil am Ende zählt nicht ein Tag oder eine Woche, sondern es zählt das Aneinanderreihen von vielen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, um schlussendlich ein gewünschtes Outcome zu erzielen. Also wenn einmal irgendwas am Tag oder vielleicht auch eine Woche oder zwei Wochen nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt, im Hinblick auf Routinen oder I don't know, dann macht euch das selber nicht fertig, sondern wie gesagt, life is happening and life is happening outside of bodybuilding. Ja? So, 8.40 Uhr, jetzt so lange geredet, 8.40 Uhr, auf jeden Fall jetzt noch die letzten Check-ins durchhasseln und dann nehme ich euch mit ins Beintraining später, weil ich habe jetzt schon länger keine Beinsession mehr gezeigt und die ist schon sehr intens natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite einfach sehr produktiv, weil ich halt versuche mit möglichst wenig viel rauszuholen, weil ich es halt eben effizient gestalte, um es gut im Erleben zu integrieren, wo wir wieder beim Punkt wären. Gut, let's have some coffee, ladies and gentlemen. Es wäre wichtig, man weiß, dass wir dieselben Schuhe tragen. Ah, das sieht man jetzt leider nicht. Das sieht man jetzt leider nicht. Sollen wir sie in die Kamera halten? Dieselben Schuhe. Gut, willkommen. Hallo. Das ist eine sehr spontane Aktion jetzt. Ja. Was machst du jetzt gerade für deine Waden? Waden eben stehend. Ja. Waden eben sitzend. Sitzend auch? Ja, tatsächlich. Okay. Pre-Session, also meistens als erste Übung. Okay. Vor einem Leg Curl oder so.
für die Sprunggelenksbewegung. Ja, hilft mir tatsächlich ganz gut. Ja. Ein bisschen besser Druck auf den Fuß zu bringen auch beim Performen. Aber stehend? Na, sitzen. Na, aber ja. Stehend machst du auch. Ja, ja. Aber weißt du, was ich bei Stehend schon geschissen finde? So die Axiallast. Ja, das ist ein Problem. Also ich finde mich wirklich so. Ich kann nur mehr Donkey machen weil oder Beinpresse, weil stehend ist wild. Vor allem am Ende der Session. Am Ende ist Wahnsinn. Aber jetzt auch, wenn ich stehend das Wadenheben machen würde und ich weiß nicht, wie viel du da machst, aber auf der Bewegung zum Beispiel den Stack ja, okay. Und dann den Stack auf die Schulter und danach in den RDL reingehe, fühle ich mich wie ein zusammengestauchtes Stück Scheiße. Ja. Ja. Aber ich bin nicht so stark wie du. Deswegen habe ich das Problem nicht ganz so. Deswegen hast du deine Waden als ich. Ja, absolut. Oder es liegt an anderen Dingen. Ich sage, es ist die Stärke. Es ist, die ja, Stärke. Es ist definitiv die Stärke. Passt. Du hast heute auch Beine. Ich habe auch Beine. Danke, dass du mich auch für dieses Intro gerade gejoint hast. Ja. Das ist eigentlich kein Intro, aber herzlich willkommen zu dieser Beinsession. Willkommen zu diesem jetzt. Absolut genialen, epischen Beintraining. Ja. Vielleicht treffen wir uns bei der einen oder anderen Übung. Wäre geil. Dann gib's Gas. Ebenso. Pass auf dich auf oder verletzt dich nicht. Geht, Alter. Wenn ich dich später in der Session triff und du hast dich verletzt, dann... Ich mache mir mehr Sorgen um dich, weil ich glaube, die Verletzungshistorie ist bei dir schlimmer als bei mir. Ja, meine guten alten Hamstrings, Alter. Gut, gehen wir's an. Let's go. So ganz kurzes Wadenheben 101 für euch. Schritt 1, sucht euch eine Variante mit gestrecktem Knie und vergesst Varianten mit gebeugtem Knie. Schritt 2, vergesst stehendes Wadenheben, wenn ihr einigermaßen stark seid und verhindert somit Axiallast von oben nach unten auf die Wirbelsäule, sondern wechselt vielmehr auf eine Donkey Calf Raise Variante, wo das Gewicht auf das Becken wirkt. Oder auf eine Beinpresse-Variante. Schritt Nummer 3, wählt eine relativ tiefe Rep-Range, 4 bis 8. Schritt 4, pausiert die Wiederholungen in der untersten Position für mindestens 3 Sekunden. Schritt 5, lasst das obere Bewegungsdrittel komplett weg und seid wirklich sehr stretch-fokussiert unterwegs. Und Schritt 6 dann zu guter Letzt, werdet einfach mit genau diesem Setup stärker. Schritt Nummer 7, und das ist jetzt so ein kleiner Bonusschritt, wenn die Waden eine Schwäche sind, trainiert sie häufiger. Dann, wenn sie recovered sind, jede zweite Session, jede dritte Session, ja, macht sie zu einer Priorität und drückt sie auch im Sinne der Priorität. Und da wären wir jetzt eigentlich schon bei Schritt Nummer 8, am Anfang der Einheit. Oh. 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 So, das war dadurch, dass ich heute so früh aufgestanden bin, dementsprechend auch meine erste Mahlzeit, die ich früher konsumiert habe, noch kein zweites Meal hatte, gibt es hier heute einen richtig brutalen Intra-Shake mit der doppelten Menge an Intra-Carbs, den ich jetzt bereits am Anfang von der Session zu konsumieren beginne. Kann ich allen empfehlen, die entweder nüchtern ins Training gehen oder eben einen größeren Abstand zwischen der letzten Mahlzeit vor dem Training und dem Training haben. A big portion of Intra. Heute auch mit 25 Gramm EAAs im Geschmack Cola. Nicht die neuen Aminos, sondern die ganz normalen EAAs. Sehr, sehr geile Sache hier. Wir gehen jetzt hier rein ins letzte Warm-up vom Barbell RDL. Habe jetzt immer wieder mal Kurzhantel gemacht, einfach
um ein bisschen effizienter zu sein in Bezug auf die Warm-Ups. Lassen wir allerdings heute ein bisschen mehr Zeit. Dementsprechend Babel, jetzt hier letzter Warm-Up vorletzter Warm-Up mit 170, dann noch einen Warm-Up mit 220 machen, dann schauen, dass wir hier voranschreiten. Auf jeden Fall eine meiner nach wie vor Favorite Exercises und da gehen wir jetzt rein. Einzige Rationale bei einem absolut bodenlosen Schlaf, 20 Kilo auf dem Audiel draufzulegen. Einzige Rationale. Ich sage euch, wie es ist. Alle kleinen Ziele von mir hören, nicht nachmachen. Do what I say, not what I do. Ich habe jetzt auch hier tatsächlich meine Technik ein bisschen umgestellt. Ein bisschen mehr Kniebeugung und weniger Range, weil ich halt gemerkt habe auch schon beim letzten Mal, dass das so die Range ist, wo sich mein Körper nicht so zu 100% wohlfühlt. Dementsprechend, wenn man das jetzt eben so machen, wie man normale RDL macht und nicht mit ablegen oder so irgendein Müll, soll ja schlussendlich auch für Glutes sein und Hamstrings. Jetzt hier im zweiten Satz rein, meint hier Aufnahme direkt von der Seite, damit ihr mal seht, wie so der Stangenpfad ist und wie sich meine Hüfte im Raum verschiebt schlussendlich, damit ihr da ein bisschen Verständnis davon bekommt, wie das Ganze dann von der Theorie in die Praxis umgelegt ausschauen soll. Sogar gerackt. Wer hätte es gedacht? Ja, geil. 2,40 für zwei Sätze A5. Wow. So, wir schließen jetzt dann den Posterior Part ab mit einem Seated Ham Curl von Cyvex jetzt hier und gehen direkt mal rein mit Full Stack für einen einzigen Satz jetzt hier und hier direkt. Da diesen extra Stack ein bisschen aufdrehen, haben wir ja 196,8 und werden wir heute ein bisschen Rap-Range noch ausbauen, bevor wir dann schlussendlich das nächste Mal den Gym-Pin wieder anbringen. Also Restpause, in dem Kontext ist eine großartige Möglichkeit, in kurzer Zeit einen enorm hohen Stimulus auf die Zielmuskulatur zu bringen und das ist jetzt auch genau die Technik, die wir hier anwenden, My Reps bzw. My Rest Pause, einen einzigen Arbeitssatz jetzt schlussendlich hier. Whew.
Alter! Du musst genauso stehen bleiben, damit man deine Schuhe sieht. Die sind genau im Winkel wegen der Hecke. Geh mal jetzt! Okay. War eigentlich kein 50-50 Rap. Nein. War easy. Aber ansonsten ist das sehr fresh. Ey. Sehr fresh. Ja. Okay. Ja, war schon schwer, aber Knie waren besser. Ja. Gleiches Gewicht, gleiche Raps, aber mit besseren Knien nehme ich als Progression. So. Wir beenden die Session jetzt mit einer einbeinigen Beinpresse-Variante hier. An dieser Elite FDS Monster Leg Press. Armwarmer pro Seite, dann sind wir schon good to go hier. Okay, Leute, das war hier eine Session. Das war das heute. So ab und zu solche 50-50 Raps an der Hack machen Spaß. Ab und zu einfach Gas zu geben macht Spaß. Ich liebe es. War jetzt eine knappe Stunde. Sind wir durch jetzt hier und sehr, sehr happy. Dann hier Sätze an der Hack. Jetzt hier die Beinpresse noch unilateral. Ein bisschen mehr Adduktor und Glutfokus. Aber trotzdem noch mit einem relativ quadrizeps-dominanten Stand, hat gefruchtet jetzt.
Ja, wenn euch diese Einblicke gefallen oder ihr dazu noch irgendwelche näheren Fragen habt, schreibt es uns in die Kommentare. Sonst würde ich sagen, wir sehen und hören uns im nächsten Video. Peace. Bis zum nächsten Mal.